Markus Söder auf dem politischen Aschermittwoch. Einfach extra klasse. Man kann es nicht anders sagen. Ich gehöre ja zu denen, die sich sehr viele Politikerreden anhören müssen, die meisten im Bundestag. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine gute Rede höre. Im Grunde egal, von wem zünden die Ideen, witzige Wendungen. Wenn man sowas hört als politisch interessierter Mensch, freut man sich einfach. Und in dieser Beziehung, ich kann es nicht anders sagen, hat mir Markus Söder heute eine große Freude gemacht mit seiner wirklich spritzigen und wunderbaren Rede bei der CSU. Nun kann man sagen, das war ein Heimspiel. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident redet vor seiner eigenen Partei. Endlich mal wieder seit Corona. 1000 Leute im Saal, alle haben ein Bier drin und freuen sich. Die Stimmung ist locker. Was will man da falsch machen? Okay, das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Kommen wir also zur politischen Analyse. Und da muss man einfach sagen, vielen, vielen Dank nach Berlin. Söder kann sich gar nicht genug bedanken bei der Bundesregierung und auch bei der Berliner Landespolitik. Im Grunde ist es so, aus Berlin wird Söder ein Doppelwumms serviert. Nämlich einmal mit der schlechten Performance der Ampelkoalition, mit ihren Streitereien in der Steuerpolitik, mit ihren Streitereien über die Frage, wie man der Ukraine helfen soll, die Zögerlichkeit, die vom Bundeskanzler ausgeht. All das ist für einen entschlossenen Aktionskünstler an der politischen Spitze, wie es Markus Söder ist, ein gefundenes Fressen. Und dann auch noch die Wiederauflage der Verhandlungen über Rot-Rot-Grün in Berlin. Besser kann es gar nicht laufen. Wie gesagt, ein Doppelwumms für Bayern. Guckt man genauer hin, dann stellt man fest, dass Söder sich am stärksten an den Grünen abarbeitet. Bis hin zu seiner Spitze. Schwarz-Grün in Bayern kommt gar nicht in Frage. Am 8. September ist die Landtags, 8. Oktober, pardon, ist die Landtagswahl in Bayern. Und für Söder sieht es super aus. Die Zustimmungswerte liegen bei über 40%. Und die SPD krabbelt an der 5%-Hürde entlang, genauso wie die FDP. Die Grünen sind längst nicht so stark, wie sie es sein wollen. Und die Freien Wähler werden zu Söders Wunschpartner, weil sie im Grunde genommen handzahm sind. Also kann er sich erlauben, die Grünen zu verprügeln, wo es eben nur geht. Insbesondere bei der Gendersprache, die ja ein Lieblingsprojekt der Grünen ist. Und da muss man einfach sagen, es ist nur witzig, wenn Söder sagt, dass eine Hexe nach der Gendersprache eine Zauberkraft inhabende Person ist oder dass Muttermilch in Zukunft Elternmilch heißen soll oder dass man nicht mehr sagen darf, weil es diskriminierend ist, Schneewittchen und die sieben Zwerge, sondern sagen muss, Schneewittchen und die sieben Gefährten, dann ist das einfach nur witzig. Und es ist auch im Ziel und passt, weil das ist ja auch intendiert. Genauso wie die Zulassung von Cannabis oder wie es in Berlin passiert ist, die Silvesterkrawalle oder die offene Türpolitik bei der Einwanderung. Dass Söder nicht Kanzlerkandidat geworden ist, der Union im letzten Jahr, das fällt ihm nun in Bayern auf die Füße. In Bayern deutet sich ein großer Sieg an für die CSU, der ohne einen oder der mit einem Kanzler Söder so sicher nicht denkbar gewesen wäre.